Leute, irgendwann ist es immer soweit und heute ist es bei mir soweit. Heute werden meine Haare abgeschnitten. Als allererstes möchte ich mich bei allen da draußen bedanken, die mich bis dato hier auf meiner Reise zu langen Haaren begleitet haben und mich natürlich auch grundsätzlich hier auf meinem YouTube-Kanal supportet haben. Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken so, nein, bitte schneide dir nicht deine Haare ab. Aber Leute, es ist tatsächlich Zeit für eine Veränderung und ich habe einfach Lust, wieder meine Haare zu stylen. Ich habe Lust, einfach neuen Content für euch zu kreieren und es fühlt sich einfach jetzt zum aktuellen Zeitpunkt einfach richtig an, die Haare jetzt abzuschneiden. Trotzdem, für diejenigen, die sich gerade auf der Reise befinden und sich die Haare lang wachsen lassen, ich weiß, viele von euch lassen sich gerade die Haare lang wachsen, für die heißt es trotzdem durchziehen, zieht durch, wenn ihr euch was vorgenommen habt, dann macht es auf jeden Fall bis zum Schluss und durchziehen ist jetzt auch mein Stichwort, für mich geht es jetzt los zum Barber und ich ziehe durch. Rami! Rami, mein Lieber! Hi! Na? Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ja, du warst ja vor kurzem erst hier. Was führt dich wieder zu mir? Ja, ich will meine Haare komplett abrasieren. Haare und Bart komplett abrasieren. Nee, das willst du nicht machen, oder? Doch, heute wird abrasiert. Ja, aber irgendwie tut es mir weh. Mir auch, ja. Aber komm, wir machen das. Dein Wunsch ist mir Befehl. Okay, let's go. Okay. Ich ziehe durch, Rami. Das Ganze ist für einen guten Zweck, also von daher, wir ziehen durch. Die Haare kommen ab. Halt, stopp! Warte! Bevor mir jetzt wirklich tatsächlich die Haare final abgeschnitten werden, möchte ich noch auf ein Thema aufmerksam machen, was mir persönlich wirklich sehr am Herzen liegt. Und zwar ist dieses Video eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Knochenmarkspende. Mit diesem Video möchte ich so viele Leute wie möglich dazu motivieren, sich als potenzieller Stammzellenspender bei der Deutschen Knochenmarkspende zu registrieren. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn so viele Leute wie möglich dieses Video auch mit so vielen Menschen wie möglich teilen würden. Alle 27 Sekunden erhält irgendwo ein Mensch auf der Welt die Diagnose Blutkrebs. Und nur 6 von 10 Erkrankten finden auch einen passenden Stammzellenspender. Und du hast die Chance, du hast die Möglichkeit, mit deiner Stammzellenspende ein Menschenleben zu retten. Und das Coole ist, das Ganze ist super einfach und super easy. Du kannst dich einfach online registrieren und dir online ein Testkit nach Hause bestellen. Dann kannst du zu Hause ganz einfach und ganz unkompliziert einen Abstrich machen. Und diesen Abstrich packst du dann wieder zurück ins Testkit und das Testkit schickst du dann ins DKMS-Labor. Und schon bist du registriert bei der DKMS-Family und hast die Chance, ein Menschenleben zu retten. Und dabei spielt ihr da draußen, meine Kernzielgruppe auf YouTube, also Männer zwischen 18 und 35 Jahren, eine besonders wichtige Rolle. Denn genau diese Kernzielgruppe, Männer zwischen 18 und 35 Jahren, die kommen besonders häufig als Spender in Frage, weil sie einfach noch jünger und fitter sind. Und außerdem ist es auch so, dass das Geschlecht zwischen Patient und Spender oftmals übereinstimmen muss. Und da es mehr männliche Blutkrebspatienten gibt als weibliche, sind Männer besonders wichtig und deshalb sollten sich auch Männer unbedingt registrieren lassen. Falls du also noch nicht registriert bist, dann klick auf jeden Fall mal unten in die Infobox rein. Ich packe euch da einen Link zu DKMS, wo ihr euch registrieren könnt. Wie gesagt, das Ganze ist super einfach und jetzt geht's weiter mit dem Haare abschneiden und meine Haare werden, by the way, auch gespendet. We'll be right back.
So Leute, ich denke mal, das ist eine richtig krasse Veränderung. Damit habt ihr vielleicht nicht gerechnet, aber ich wollte wirklich mit diesem Video einfach eine gute Aufmerksamkeit erzeugen. Deshalb denkt dran auf jeden Fall, das Video mit so vielen Menschen wie nur eben möglich zu teilen. Stäbchen rein, Spender sein, registriert euch bitte bei der DKMS, denn ihr könnt damit wirklich Menschenleben retten. Ganz herzlichen Dank auch nochmal an Rami von The Berlin Grooming Company, einer der exklusivsten und authentischsten Barbershops hier in Berlin. Also falls du mal in Berlin sein solltest und einen Barbershop suchst, komm auf jeden Fall hier vorbei. Und auch ein großes Dankeschön an den Mann hinter der Kamera, an den Basti. Und jetzt freue ich mich auf richtig schönen neuen Content mit kurzen Haaren. Und natürlich auch auf eure Kommentare.